Hey, Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind auf dem CES Unveiled Event in Las Vegas und wir schauen uns gerade das ThinkPad Helix an. Das ist so ein Ultrabook Tablet Convertible. Gibt es mit Core i5 und mit Core i7, 4 und 8 GB Varianten. Auflösung 1080p auf 11.6 Inch und läuft auf Windows 8 Pro. Zeig euch das nochmal ganz kurz hier. Da könnt ihr das sehen. Da gehen wir ganz normal hier zu dieser Modern UI und dann gehen wir nochmal. Da müsste doch eigentlich der Desktop sein. Genau, da ist er auch. Es gibt Varianten mit Core i5, Core i7, 4 GB, 8 GB, 128 GB SSD, 256 GB SSD. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was es noch so bietet an der Seite. Hier haben wir die Lautstärkeregelung. Da könnt ihr den Accelerometer an- und ausschalten. Anschluss für euer Headset. An- und Ausschalter ist hier. Dann haben wir hier noch einen Stylus. Auf der Seite ist ungefähr gar nichts. Hinten haben wir noch USB-Anschlüsse, Mini-Display-Port-Out und Anschluss für euer Netzteil. 5-Megapixel-Kamera hinten, 2-Megapixel-Kamera vorne. Ansonsten das Keyboard. Schönes Chiclet-Keyboard, wie wir es schon von der ThinkPad-Reihe kennen. Große rechte und linke Shift-Tasten. Ein richtig dickes Trackpad, was ihr hier sehen könnt, mit integrierten Mausbuttons. Und ihr habt aber immer noch hier diesen kleinen Touchpoint. Da werde ich irgendwie nie so richtig warm mit. Ansonsten wirklich schönes Gerät. Wie sieht es aus mit der Akkulaufzeit, wenn man so ein Core i da drin hat? 6 Stunden mit der Tablet, also mit nur dem Tablet. Und 4 zusätzliche Stunden mit der Docking Station, die übrigens extrem dünn ist, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt das Gerät ganz einfach hier so rausnehmen und dann habt ihr ein entsprechendes Tablet. Das ist also ein erster Eindruck vom neuen Lenovo ThinkPad Helix. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Moin.